Ein ägyptisches Märchen. Es war einmal ein armer, frommer Mann, der starb. Und als er im Totenreich angekommen war, wurde er überhäuft mit Glück und Gaben und konnte alles genießen. Desgleichen starb ein reicher Gewalttäter, kam auch ins Totenreich und sank in den Schlund, Abgrund hinab, ins schlimmste Elend. Eine Geschichte, die im Judentum bekannt war und in verschiedenen Varianten überliefert wird, die auch Jesus verwendet hat als Grundlage für sein Gleichnis. Sie kennen es, das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Es ist die Perikope für den Sonntag, den ersten Sonntag nach Trinitatis, und für den auch eben diese Kantate, die wir heute hören, bestimmt ist. Es ist eine Choralkantate, die natürlich als Basis dieses Lied hat von Johannes Rist, das Lied »O Ewigkeit, du Donnerswort«. Es ist eine Choralkantate, Sie wissen, wie das eingeteilt ist. Der Dichter, der unbekannt ist, der unbekannte Bearbeiter, übernimmt Teile wörtlich, die haben Sie fett gedruckt in Ihrem Programmheft, und die anderen Teile sind entweder Bearbeitungen des Stoffs des Liedes oder eigene Zusätze dazu. Sicherlich ein guter Vorschlag, dass wir diesen Choral, der die Grundlage dieser Kantate bildet, miteinander zu singen. Natürlich. A, auf unserem Blatt oben jeweils geschrieben die erste Wiederholung und unten bei den Noten die zweite. Denken Sie vielleicht an Oh, when the saints go marching in. In die Ewigkeit natürlich. Oh, ich. Oh, Ewigkeit, du Gott, oh, schwirrt das durch die Seele gut. Oh, Anfang, Sonderende. Oh, eigentlich eine doch recht fröhliche Melodie für einen solchen Text. Aber das kommt ab und zu mal vor. Wir wollen nun zeigen, wie Johann Sebastian Bach im Eingangschor in einem großen, mächtigen für drei Oboen, Streicher und einer Tromba da Tirarsi, einer Zugstrompete mit einem großen Chor, diesen Text einteilt. Vielleicht könntest du, Karl, uns einige wichtige Sachen zu den ersten drei Zeilen sagen. Also, wir haben, O Ewigkeit, du Donnerwort, O Schwert, das durch die Seele bohrt, O Anfang, Sonderende, Anfang ohne Ende. Ewigkeit, Gott ist ewig. Und Ewigkeit ist gleichsam der Bereich Gottes. Und für wen ist nun Ewigkeit ein Donnerwort? Natürlich nicht für den, der sein Vertrauen auf den lieben Gott, den gütigen Vater setzt, sondern für den, der sich fürchtet vor dem letzten Gericht. Das ist eben auch damit verbunden. Und in dieser Kantate und in diesem Lied geht es ganz um diese Angst des Menschen vor dem letzten Gericht. Und das wird ausgeführt bis zum geht nicht mehr. Das kann man wohl sagen. Wenn Sie zurückschalten, 2006, das war im November, da ging die gleichnamige Kantate folgendermaßen los. Musik.
auch hier das zitternde, pochende Herz und der Pantokrator, der Siegesheld. Jesus ist der Siegesheld, heißt es in einem der berühmten deutschen Choräle, wenn er eintritt und sagt, so und jetzt gilt es. Hier hören wir den Eintritt des Königs aller Welten mit einer französischen Ouvertüre. Das klingt so. Die Fanfaren der Bläser. Und jetzt brauche ich ein tiefes und ein hohes F. Na oder na, bitte. Also Orgelpunkt als Darstellung der Ewigkeit, aber ich glaube eher noch die Macht, die Grandezza des Erscheinenden. Dann ein zweiter Teil. Die französischen Ouvertüren haben diesen festlichen, im punktierten Rhythmus gestalteten Teil. Nachher kommt die Fuga. Aber zuerst noch die Wörter dazu, zu dieser Fuga. Also, o Ewigkeit, Zeit ohne Zeit. Ich weiß vor großer Traurigkeit nicht, wo ich mich hinwende. Wie soll man denn Ewigkeit definieren? Gibt es das, eine Zeit ohne Zeit? Ein Verhältnis, in dem also die Gesetze von Raum und Zeit nicht mehr gelten. Ich weiß nicht, wo ich mich hinwende. Herbert Wernicke hat ein grandioses Bild entworfen. Eine Uhr ohne Zeiger, eine riesige. Er hat nämlich diese Kantate einmal gestaged vor vielen Jahren, habe ich vor kurzem erfahren. Nun, was macht Bach? Ich habe es eingespielt, eine Fuga. Sie können die vielleicht die Themen nachschauen bei meinem Arbeitsblatt bei Buchstabe Bertha. Vivace. Sie sehen folgendes Duo. Wenn ich das auseinandernehme, ein erstes Thema, eine Intensität ist drin, eine Nervosität, ein Akzent. Das zweite oder vielleicht das wichtigste Thema, die Nummer drei, ist dann Chromatik. Zusammen. Ich singe das eine, spiele das andere. Sie wissen, mit Chromatik kann man ganz Verschiedenes darstellen, zum Beispiel Traurigkeit oder Verlassenheit. Wie klingt nun die Fuge? Ich habe sie eingespielt. Hören Sie diese komische Musik. Ich spiele Fehler. Es kommt immer da mal chromatisch hier durch, die Tonart wechselt hier durch. Dann macht es so und es geht so und es geht so und es geht so. Man weiß nicht, wo man ist. Könnte man nicht schöner darstellen? Ich weiß nicht, wo ich mich hinwenden kann. Ich habe das natürlich auch in etwas schnellerer Funktion. Dann hören Sie, was passiert, wenn dann der Chor dazu kommt. Oh,
jetzt ich weiß nicht. Ich weiß vor großer Traurigkeit. In langsamem Tempo meint man, man sei in einem Passionschoral. Also durch die Harmonisierung, durch das Verziehen der an sich einfachen Harmonien für seine solche Melodie, aber eben das ist das Geschick Bachs, er kann ganz andere Harmonien setzen, gelingt es ihm, diese beiden Stimmungen vor Traurigkeit, ich weiß nicht, wo ich mich hinwenden soll. Und er kann auch noch die Prämisse schneller fugierter Teil in einer französischen Ouvertüre erfüllen. Der dritte Teil bezieht sich ja dann auf den Abgesang dieser eindrücklichen Worte von Johannes Rist. Mein ganz erschrocken Herz erbebt, dass mir die Zunge am Gaumen klebt. Also der ist so eingeimpft, dass man Angst haben muss, dass er schon jetzt das spürt, was dann vielleicht einmal kommen wird, dass man verdurstet und einem die Zunge am Gaumen klebt. Für einen Komponisten natürlich die Wonne, so etwas zu vertonen. Das ist schön. Wie will ich das darstellen? Hören Sie mal zu, das heißt, möchten Sie mitsingen? Dann schauen Sie bitte auf Ihr Blatt. Das brauchen wir natürlich. Und Sie würden einsetzen nach der Zeile Mein ganz erschrocken Herz erbebt. Nur wichtig, Sie müssen die Note Mein doppelt so lang darstellen. Also Sie werden wahrscheinlich nicht folgen können, denn Bach macht es Ihnen sehr schwer. Let's try. Also Sie schauen auf mich und dann würde es vielleicht gehen. So stellt sich nun Johann Sebastian Bach vor, wie Jesus eintritt, wenn es dann um dieses letzte Gericht geht. Und dann schreiten wir fort zum Rezitativ Nummer 2. Es wird jetzt richtig eingeheizt. Kein Unglück ist in aller Welt zu finden, das ewig dauernd sei. Es muss doch endlich mit der Zeit einmal verschwinden. Also, das wissen wir. Aber, ach, die Pein der Ewigkeit hat nur kein Ziel. Sie treibt fort und fort ihr Marterspiel. Ja, wie selbst Jesus spricht, aus ihr ist keine Erlösung nicht. Also doppelte Verneinung. Da kann niemand nichts machen. Was hat Jesus das wirklich so gesagt? Es hat das Gleichnis vom jüngsten Gericht, Matthäus 25, wo dann die Rede ist von denen, die zum ewigen Leben eingehen und die anderen in die ewige Verdammnis. Ich muss mich ärgern darüber, dass ich einen Fehler habe stehen lassen in einem Kommentar hinten, aber Sie haben es wahrscheinlich noch nicht nachgeschaut. Dort schreibe ich, es gäbe nach Matthäus 27, 46 dieses Wort. Wenn Sie dort in der Bibel nachschauen, steht etwas ganz anderes, aber es passt auch nicht schlecht. Es heißt, ja, es ist nicht gerade zum Lachen, es ist das Wort Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Natürlich, wenn ich Sie fragen würde, welche Akkorde verwendet er, würden Sie sagen, okay, shut up, verminderte Septakkorde, aber immer wieder, wie macht er es so raffiniert? Kein Unglück ist in aller Welt zu finden, das ewig dauernd sei. Es muss doch endlich mit der Zeit einmal verschwinden. Ach, aber ach, der Pein der Ewigkeit hat nur kein Ziel. Jetzt kommen Sie, die Verminderten, nochmals. Sie treibet fort und fort ihr Marterspiel. Ja, wie selbst Jesus spricht, aus ihr
ist kein Erlösung nicht. Bach bietet in seiner rezitativischen Darstellung eines solchen Textes die unendlich vielfältigen Möglichkeiten, mit Musik das darzustellen, was im Wort da ist. Mit den Akkorden, mit der Art und Weise, die Melodie zu führen. Und da sieht man den großen Komponisten, er ermöglicht eine unglaubliche Bandbreite der Interpretationen, wie Sie dann heute Abend eine hören werden. Gleich folgen, wieder vom Tenor mit den Streichern begleitet, die Arie Ewigkeit, du machst mir bange. Ewigkeit, ja. Ewig, ewig ist zu lange. Ach, hier gilt für wahr kein Scherz. Soll man das bezeichnen können, erklären, Ewigkeit, es ist einfach sicher zu lange. Was wir dann nachher finden, die folgenden Zeilen, Flammen, die auf ewig brennen, die sind nicht dem Lied entnommen, sondern die hat der Bearbeiter dazu gedichtet, in der Meinung, er müsste da noch einen zusätzlichen draufgeben. Flammen, die auf ewig brennen, ist kein Feuer gleich zu nennen. Es erschrickt und bebt mein Herz, wenn ich diese Pein bedenke und den Sinn zur Höllen lenke. In sehr präziser Art und Weise vertont Johann Sebastian Bach Zeile für Zeile. Wir könnten uns jetzt eine Viertelstunde mit dieser Arie beschäftigen, was wir in Anbetracht der 11 Nummern nicht können. Deshalb nur ein Detail. Wenn Sie den Anfang anschauen, Cäsar auf meinem Blatt. In den Streichern die liegenden Klänge, die Quinte, eine fast, möchte ich sagen, personifizierte Angst. Nachher singt dann der Tenor Ewigkeit. Die langen Töne stellen das dar. Das Bange wird dargestellt in der Stimme der Bässe, nämlich Moram, Poram, 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 Tirin, 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 Ta. Die Violinen und Bratschen spielen Taram, Tiram, 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 Tirari. Die Bassgruppe Laram, Tiram, Tiram, Taram, Tiram, Tiram, Ta. Den Höllensturz. Also nicht die normale phrygische Kadenz, sondern dieser Akkord geht noch über einen verminderten in die Kadenz. Kleines Detail, Takt viert. Raram, tiam, Sie hören immer den Schmerzton, tam, tiam, tiam, taram, den Seufzer oder auf der richtigen Terminologie den Vorhalt, tiram, taram, tiram, angesprungene Vorhalte, das war dazumals noch eine Sensation. Mit diesen Tönen kann Bach malen und zeichnen, die Bangigkeit darstellen. Beim Feuer hören Sie Koloraturen, aber beim ewigen Feuer hören Sie dann in den Streichern so lange, genussvolle Töne, die so gehen in die Dissonanzen und die Dissonanzen beißen und lassen sich schön Zeit. Ein herrliches Feld für dissonanzfreudige Komponisten und Johann Sebastian Bach gehört sicherlich dazu. Also lauschen, wie Bach Sie am Text entlang führt. Und Ihre geübten Ohren werden es sicher erkennen. Nun kommt ein anderer Pfarrer auf die Bühne. Es ist der Bass in Nummer 4. Und ein etwas unangenehmer, fieser Schulmeister, der dem Tumbenvolk erklärt, dass er nicht versteht, was Ewigkeit ist. Gesetzt es dauerte der verdammten Qual so viele Jahre, als an der Zahl auf Erden Gras, am Himmel Sterne wären. Gesetzt es sei die Pein so weit hinausgestellt, als Menschen in der Welt von Anbeginn gewesen, so wäre doch zuletzt derselben Ziel und Maß gesetzt. Sie müsste einmal aufhören, aber weißt du, Ewigkeit, das geht noch länger. Und jetzt wird der Zeigefinger erhoben. Nun aber, wenn du die Gefahr, verdammter, 1000 Millionen Jahre mit allen Teufeln ausgestanden, da klingen
Gedanken aus der Johannes-Offenbarung an, dass die Sünder mit den Teufeln da im Bunde waren. So ist doch nie der Schluss vorhanden. Die Zeit, so niemand zählen kann, fängt jeden Augenblick zu deinem Seelenunglück stets von Neuem an. Ja, ich habe auch ein bisschen gestaunt, als ich diesen Text zur Kenntnis nahm. Bach lässt dem Bassisten die größte Freiheit. Die rhetorische Art, aus der Pause heraus gesetzt eine Quarte zu legen. Es dauerte der verdammten Qual so viele Jahr, als an der Zahl auf ihre Gras am Himmel Sterne wären. Und so weiter. Und dann, wenn er dann loslegt: Nun aber, wenn du die Gefahr verdammter 1000 Millionen Jahr. Hier die enharmonische Verwechslung. Das wäre die korrekte Auflösung hier. Verdammter 1000 Millionen Jahr. Eine Fernheit. Diese Millionen Jahre, etwas Unvorstellbares. Bach arbeitet hier wiederum mit harmonischen Begebenheiten. Die sogenannte Enharmonik, vergessen Sie das Wort, aber hören Sie der Enharmonik zu. Nun aber eine ganz eigentümliche Antwort. Wenn Sie den Übergang hören, den ich Ihnen sehr gerne vorspielen möchte, zur nächsten Arie: Zu deiner seelenew'gem Unglück sich stets von Neuem an. Gott ist gerecht, gerecht, Gott ist gerecht. Und dann geht's weiter. Gott ist gerecht, gerecht in seinen Werken. Gott ist gerecht, 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 Gott ist gerecht in seinen Werken, in seinen Werken. Das ist der ganze Text. Aufbau Bachs. Ich habe mir schon ein bisschen überlegt, was sich Bach hier gedacht hat. Vielleicht hatte er auch Pfarrer, die gewichtige Wörter gerne ein zweites oder ein drittes oder gar ein viertes Mal zu sagen pflegten. Wie kommt es dir vor, dieser Text, Karl? Auch so, auch so. Also, Gott ist gerecht in allen seinen Werken, nämlich kurze Sünden, lange Strafe. Ewige Strafe. Ist das Gottes Gerechtigkeit? Nein, das kann es nicht sein. Gottes Gerechtigkeit ist Gnade. Der Apostel Paulus hat gesagt, Christus ist uns zur Gerechtigkeit gemacht. So geht es nicht. Es ist natürlich ein guter Gedanke da drin. Kurz ist die Zeit, der Tod geschwind. Bedenke dies, o Menschenkind. Da kann man wieder an den reichen Mann denken oder vielleicht auch an den reichen Kornbauern. Das ist ein anderes Gleichnis, der dann über Nacht stirbt und alle seine Schätze ja nicht mitnehmen kann. Der Evangelist Lukas legt ja Wert darauf. Er hat alle diese Gleichnisse und Geschichten gebracht, in denen zum Ausdruck kommt, wie Jesus betont Partei ergreift für die Armen, die zu kurz gekommenen Notleidenden. Und hier merkt man jetzt, die Zeit, unsere Lebenszeit ist kurz, der Reiche hat es verpasst. Bedenke dies, o Menschenkind. Das ist auch eine sehr eindrückliche Stelle in der Kantate. Am Schluss des B-Teiles hören wir Folgendes. Kind, bedenke dies. Bedenke dies, o Menschenkind. Und dann kommen wieder die fröhlichen drei Oboen, die skandieren und sagen: Gott ist gerecht.
Die nachfolgende Arie Nummer 6 ist für Altus und Streichorchester geschrieben. Das ist nun eigentlich das Gegenstück zur Nummer vorher. O Mensch, errette deine Seele, entfliehe Satans Sklaverei und mache dich von Sünden frei, damit in jener Schwefelhöhle der Tod, so die Verdammten plagt, nicht deine Seele ewig nagt. O Mensch, errette deine Seele. Also entfliehe der Sklaverei, aber wohin? Es scheint aussichtslos zu sein, kein Gedanke, dass es hier eigentlich gelte, sich Christus zuzuwenden. Einfach flieh. Die Sklavenketten, das Angekettetsein, könnte dargestellt sein in den Überlegato, in den überliegenden Bögen von Buchstabe Dora Nummer 6. Es ist ein Dreivierteltakt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Und wenn ich das als Walzer vertone, merken Sie, wie komisch die Melodie liegt. Da könnten Sie nicht tanzen dazu. Es ist alles verschoben. Aus 2/3-Takt, aus Barbara, Barbara, wird Anna, Anna, Anna. Oder I want to be in America. I want to be in America. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Mit diesem Spiel geht er vor. O Mensch, rette deine Seele, entflieh der Satansklaverei und mach dich von Sünden frei. Natürlich diese Aridie, die chromatische Linie, das ist dieses satanische Gebiet wahrscheinlich dargestellt. In ganz französischer Tradition versuchen wir es auch darzustellen. Dann ein erster Schlusschoral, der wiederum die Melodie aufnimmt, die wir miteinander gesungen haben, solang ein Gott im Himmel lebt. Karl, ich möchte dich doch bitten, zu diesem sehr interessanten Text, den wir uns vielleicht noch ein bisschen anschauen wollen, ein paar Kommentare zu machen. Ja, hier ist so etwas wie ein theologischer Betriebsunfall passiert. Solang ein Gott im Himmel lebt und über alle Wolken schwebt, wird solcher Marter währen. Es wird sie plagen, Kält und Hitz, Angst, Hunger, Schrecken, Feuer und Blitz und sie doch nicht verzehren. Denn wird sich endlich enden diese Pein, wenn Gott nicht mehr wird ewig sein. Also das ist mindestens missverständlich oder eigentlich problematisch. Man kann einiges darin finden. Natürlich steht es im Alten Testament, dass Gott im Himmel lebt, über allen Wolken. Aber dass er einer ist, der nun ewig Marter über uns kommen lassen will, Kälte, Hitze, Angst, Hunger, Schrecken und so weiter, das steht so nirgends in der Bibel. Man könnte, wenn man will, erinnern an den Apostel Paulus, der im 2. Korintherbrief schreibt von der christlichen Existenz, dass Christen allerlei Unbill ertragen müssen, aber sie gehen darin nicht unter, bis er dann am Schluss sagt, als Sterbende und siehe, wir leben. Könnte ja vielleicht da drin sein, aber dann, dass Gott nicht mehr ewig sein wird, könnte an die Offenbarung 21 denken, wo es heißt, von der neuen, wenn die alte Welt vergeht, dass Gott eben nicht mehr oben im Himmel sein wird, sondern bei den Menschen Wohnung nehmen wird und da ihnen wohnt. Aber das ist vielleicht einfach meinem guten Willen zu verdanken, dass ich noch etwas Gutes an dieser Strophe doch gefunden habe. Wäre nicht das sehr lustvoll, die Kälte und die Hitze, die Angst, den Hunger, den Schrecken, das Feuer und den Blitz darzustellen, zum Beispiel so.
Es wird sie plagen, Kälte und Hitze, Angst, Hunger, Schrecken, Feuer und Blitz, und sie doch nicht verzieren. Nasbach, Bach, früher in den ersten Jahren tut er das. Jetzt, wo er eine Choralkantate schreibt und sagt, die Variationen passieren eigentlich im ersten Teil, da nimmt er einen ganz einfachen Schlusschoral. Hören Sie die Harmonisierung. Solang ein Gott im Himmel lebt und über alle Wolken schwebt, wird solche Marter wären. Ich denke, er möchte das Gemeinte mäßige darstellen. Am Schluss soll ein Gemeindechoral erklingen, in einer einfachen Harmonisierung. Möglicherweise könnten hier die Leute doch mitgesungen haben. Es ist etwas hoch, dieses F, aber vorhin haben sie es jedenfalls geschafft. Hier käme die Predigt. Ich frage dich jetzt nicht wegen vorgerückter Zeit, Karl, was du predigen würdest. Wahrscheinlich hättest du verschiedene Möglichkeiten. Aber wir schreiten weiter nach dem Amen, das sicher gewaltig durch die Leipziger Kirche gedonnert ist, gedonnert hat, in den Seconda Parte, in die Darstellung der letzten Posaune. Ja, da geht es tatsächlich um diese Posaunen. Wacht auf, verlorene Schafe, ermuntert euch vom Sündenschlafe und bessert euer Leben bald. Wacht auf, ehe die Posaune schallt, die euch mit Schrecken aus der Gruft zum Richter aller Welt vor das Gerichte ruft. Also beim Schall der letzten Posaune, wenn die Auferstehung sein wird, wir kennen diese Texte. Wichtig ist hier zu bedenken, dass das Geschick erst, also was danach erfolgt, entscheidet sich jetzt in unserem Leben. Was in der Ewigkeit einmal sein wird, das entscheidet sich manches jetzt. Bach wählt eine Solotrompete. Wenn Sie auf meinem Blatt nachschauen möchten, bei Buchstabe Eduard. Im zweiten Takt ist erkenntlich Pam, Param, Param, Tari. Pam, Param, Pam, Pam, das ist etwas, das nicht erklärt werden muss. Diesen Schall der Dreiklänge, das verstehen wir wunderbar. Auch der Bass. Wacht auf, 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 wacht auf. Dazu die Streicher mit den Oboen kollapartiert. Mit diesen Figuren, mit diesen Prunkfiguren. Hören Sie, wie spannend Bach die einzelnen Teile miteinander ineinander verzahnt, rhythmisch versetzt. Wacht auf, 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 erlogene Schafe, ermuntert euch von Sündenschlafe, ermuntert euch, ermuntert euch. Ermuntert euch vom Sündenschlafe und bessert eure Leben bald. Darauf folgt dann der dritte Pfarrer, nämlich ein Altus in Rezitativ Nummer 9. Der setzt zu einer neuen Mahnung an. Verlass, o Mensch, die Wollust dieser Welt, Pracht, Hoffart, Reichtum, Ehr und Geld. Bedenke doch in dieser Zeit an noch, da dir der Baum des Lebens grünet, was dir zu deinem Friede dienet. Vielleicht ist dies der letzte Tag. Also
nutze die Zeit noch, etwas zu tun, denn es könnte der letzte Tag sein. Dem Bearbeiter genügt diese Warnung noch nicht und er hat dann aus seinem Wortschatz zugefügt, recht drastisch, wie leicht, wie bald ist mancher tot und kalt. Man kann noch diese Nacht den Sarg vor deine Türe bringen. Drum sei vor allen Dingen auf deiner Seelen Heil bedacht. Bach arbeitet mit Lagen, sehr tiefe Lage bei der Stelle. Ist mancher tot und kalt, man kann noch diese Nacht mit Pausen den Sarg vor deine Türe bringen. Drum sei vor allen Dingen auf deine Seele Heil bedacht. Und dann die Arie, das Duetto, nur mit Continuo begleitet. Bam, 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 bam. Bam 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 bim bam 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 bim bam 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 bam. Was könnten diese Töne ram bim bam bam bim bim bam bam bedeuten? Hören wir uns vielleicht zuerst Karl Grafs Kommentare zu dem Text der Arie 10 an. Ja, hör auf geschwind, die Sünd und Welt zu lieben. Also noch einmal eine Mahnung und dann hier ein kurzer Hinweis auf das Evangelium des Textes, eben das Gleichnis vom reichen Mann. Spiegle dich am reichen Mann, der in der Qual auch nicht einmal ein Tröpflein Wasser haben kann. Interessant finde ich, dass Bach das mit einem Duett singen lässt. Es sind aber ja die gleichen Gedanken, es ist nicht ein Zwiegespräch, sondern beide singen. Diese Mahnung hat das eine besondere Bedeutung? Ich glaube, es ist eine dramaturgische Idee. Es funktioniert jedenfalls grandios. Es sind die beiden Stimmen, die von der einen und von der anderen Seite zum Beispiel sagen, hör auf, geschwind, geschwind, die Sünd und Welt zu lieben. Der andere sagt, hör auf, o Menschenkind, geschwind, hör auf, geschwind, geschwind. Er kann unglaubliches Tempo hineinbringen. Dann natürlich kann er die Pein wunderbar darstellen. Zum Beispiel, wenn die Stelle kommt, oder die Qual. Wir in der Qual, in der Qual. Ist viel eindrücklicher, wenn die andere Stimme dann dazu macht, was aber möchte diese tiefe Stimme? Bum 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 bum. Es kommt immer wieder vor. Wenn wir hörten, wie Karl Graf das gesagt hat, das wäre nämlich ganz hübsch, wenn du es schnell und flüsternd sagen würdest. Zum Beispiel auf diese Art und Weise. Hör auf, geschwind. Wollen wir das mal, als wären wir jetzt die Theaterleute, die für eine Audition vorsprechen. Sie müssen besonders unheimlich und leise und bestens flüstern. Hör auf, geschwind. Mit mehr Punkt. Hör auf, geschwind. Sagen Sie mit mir. Hör auf, geschwind. Hör auf, geschwind. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf, geschwind. Ich denke, dieses Geschwind, dieses Tempomäßige lebt hier. Also ein großartiger Rhythmiker, Johann Sebastian Bach. Er zieht alle Register. Warum vielleicht? Es ist die erste Choralkantate, die er aufführt. Es ist der erste Sonntag nach Trinitatis. Weshalb setzt Bach hier einen Akzent? Weil er vor einem Jahr in Leipzig seinen allerersten Gottesdienst durchgeführt hat. Dort wurde seine erste Kantate, nicht seine Probekantate, sondern seine erste offizielle Kantate zur Aufführung gebracht. Und Bach setzt nach einem Jahr ein Zeichen und sagt, ich möchte euch, liebe Gemeinde, euch entgegenkommen. Ich gehe zu eurer Musik. Das war die Musik der Gemeinde. Die Choräle, die haben sie von der Geburt bis zum Tode gesungen. Immer, jahrelang, jahrzehntelang. Und ich weiß, was es bedeutet, den Choral um meine Seele singe. Oder nun ist vorbei die finstere Nacht.
gedacht, 50 Jahre georgelt und gespielt zu haben. Das ist tief im Herzen und wird nie mehr herausgehen. Und zu diesen Klängen ging Johann Sebastian Bach und sagt, jetzt mache ich ein ganzes Jahr lang nur über Choräle euch Musik. Und nicht nur die Melodien, sondern die Texte, die erkannten solche Texte, diese fett gedruckten Sachen da, das haben die Leute erkannt. Das wäre, wenn ich würde sagen, Yesterday oder Let It Be. Sie würden auch schalten, oder, wenn Sie das Lied der Beatles kennen. Oder Can You Feel the Love Tonight, nachdem Mr. Elton John ja in St. Gallen einen Besuch abgestattet hat. Also ich glaube, es ist ein großartiges Entgegenkommen Bachs. Das hat er fast ein Jahr lang durchgehalten. Irgendwann vor Ostern bricht das dann ab. Wir wissen es nicht. Ist der Textdichter verstorben? Wollten sie es nicht mehr? Es ist im Dunkel, wir können nur raten. Aber dieser erste Sonntag nach Trinitatis, 1724, war ein ereignisvoller Moment für Johann Sebastian Bach. Und vielleicht hat er auch deshalb diese französische Ouvertüre an den Anfang gestellt, zum sagen, ich, Johann Sebastian, möchte euch die allerbeste Kirchenmusik bieten. Und dann der Schlusschoral. Interessanterweise ein völlig anderer Text, aber genau die gleiche Harmonisierung, also die gleichen Akkorde wie bei der Nummer 7. Auch hier ersetzt ein Zeichen. O Ewigkeit, du Donnerwort, sehr ähnliche Texte. Karl, vielleicht möchte ich dich bitten, zum Text etwas zu sagen. Und dann möchte ich noch gerne ein kleines Detail in der Musik zeigen. Ja, es ist eigentlich die gleiche Strophe wie die erste. Nur die beiden letzten Zeilen sind anders. Nimm du mich, wenn, wir würden heute lesen, wann es dir gefällt, Herr Jesu, in dein Freudenzelt. Das ist auch nun nur die einzige kleine Andeutung, dass es wirklich eine Hoffnung auf Seligkeit gibt. Wenn diese Zeilen nicht wären, dann wäre diese Kantate nun wirklich einfach eine musikalische Gesetzespredigt ohne ja, irgendeine Zusage des Evangeliums. Ich mache etwas, was Bach sicher nicht gemacht hat heute Abend. Eine sehr romantische Entscheidung, aber mir gefällt sie. Sie können dann selber sagen, oh, der hätte da etwas müssen ausprobieren. Weil auch mir aufgefallen ist, dass diese zwei letzten Zeilen völlig weggetrennt sind, lasse ich dort unseren Cembalisten Thomas Leininger, der schon in der Matthäus-Passion dieses Cembalo-Zwischenspiel zwischen den O Haupt voll Blut und Wunden gespielt hat und einen Moment der Ruhe hineingebracht, ein Zwischenspiel improvisieren. Und nachher lasse ich die Zeile Nun nimm du mich, wenn es dir gefällt im zartesten Pianissimo singen. Und nachher lasse ich nochmals aufblühen Herr Jesus in dein Freudenzelt. Meine Antwort auf diese Kantate, die mich natürlich wie kaum eine in einen tiefen Bann und auch in einen gewissen Schrecken hinein versetzt hat. Nicht eben nur wegen der Musik, das passiert jede Kantate, sondern vor allem, wie Sie wahrscheinlich gespürt haben, auch bei dir, Karl, wegen dem doch sehr speziellen Text. Aber es ist noch nicht alles. Die Leute, die damals im Gottesdienst waren, die haben ja nicht nur bei den Lesungen das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus gehört, sondern sie haben den Episteltext gehört, also einen Text aus den Apostelbriefen. Und was haben Sie dort gehört? Aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Darin ist die Liebe unter uns zur Vollendung gekommen, dass wir dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen sollen. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Nein, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich also fürchtet, ist in der Liebe noch nicht zur Vollendung gekommen. Wir aber lieben, weil er, Gott, uns zuerst geliebt hat.
Und ich bin überzeugt, wenn Karl Graf eine Predigt gehalten hätte, dort in der Mitte, hätte er mit diesen Worten seine Predigt beendet. Ja. Danke Ihnen herzlich.